Selbst an deinem freien Tag kommst du zu spät. Dafür bin ich topfit. Also, was hast du geplant? Dachte mir, dass wir einen kleinen Ausflug in die Berge machen. Wandern. Mochte ich noch nie. Na dann werde ich dich dazu begeistern. Das hat schon die letzte Frau versucht. Lass mich raten. Mama? Nein, schlimmer. Ex-Freundin. Oh, verstehe. Die bösen Biester. Du sagst es. Ach komm schon, bitte. Also schön, wenn du schon bettelst. Juhu! Ihre Einsätze sind gefährlich und gewagt. Sie kämpfen ohne Limit. Ihre Gegner sind Kriminelle, Betrüger und Erpresser. Verbrechen ohne Grenzen. Alle Einsätze haben höchste Priorität für das Team von SokoFly. Dann mal los. Oh mein Gott! Ich glaube, ich spinne. Nicht mal einen Tag können wir uns ausruhen, ohne dass jemand ermordet wird. Ja, ja, die bösen Biester. Ja, sehr witzig. Und jetzt? Na was wohl? Identität und Mord aufklären. Na super, das war's mit dem Ausflug. Also, ich weiß jetzt, wer unser Toter ist. Okay, erzähl. Matthias Mehrfeld, 24 Jahre alt, aber selbstständig und hat einen jüngeren Bruder namens Niklas. Gut, dann befragen wir seinen Bruder einmal. Vielleicht kann er uns mehr erzählen. Ja, das sollten wir tun. Sind Sie Niklas Mehrfeld? Ja, warum? Fragen, Kriminalpolizei. Das hier ist mein Kollege Herzog. Guten Tag. Was kann ich für Sie tun? Wir müssen Ihnen leider mitteilen, dass Ihr Bruder Matthias Mehrfeld tot ist. Mein Beileid. Was? Fühlen Sie sich in der Lage, uns einige Fragen zu beantworten? Ja, so halb. Hatte Ihr Bruder irgendwelche Feinde oder Probleme? Nee, hatte er nicht. Hatte er vielleicht eine Freundin? Ja, die hatte er. Name? Simone Neuer. Wo finden wir die Frau? Also wenn sie nicht am Marktplatz ist, wird sie vielleicht ihre Runden drehen durch Flores. Okay, danke. Also hier ist das Mädchen mal nicht. Dann schauen wir uns mal in Flores um. Die nächste Leiche innerhalb von wenigen Stunden. Die arme Frau. Langsam frage ich mich, was hier abgeht. Wir reden noch einmal mit dem Bruder. Lass mal, ich mach das schon. Das klingt irgendwie verdächtig. Was hast du vor? Ich teste etwas. Herr Mehrfeld, Simone Neuer wurde tot aufgefunden. Was? Das ist ja schrecklich. Ja. Zum Glück gibt es einen Zeugen, mit dem wir uns in 2 Stunden an der St. Mauren-Kirche treffen. Okay, dann viel Erfolg bei den Ermittlungen. Danke. Kannst du mir mal sagen, was das wird? Das wirst du gleich sehen. Der Bruder wird keine 2 Morde begehen. Wer weiß? Herr Mehrfeld, was für ein blöder Zufall. Fakt. Auf die Erklärung bin ich jetzt aber gespannt.
Haben Sie Ihren Bruder getötet? Ja. Eifersucht? Ich war anfangs mit ihr zusammen und dann hat sie meinen Bruder kennengelernt und hat mich einfach so verlassen. Ich habe versucht, mit meinem Bruder über diese Situation zu reden, doch er hat mich einfach ausgelacht und dann ist es einfach so passiert. Und wie ist es mit Simone Neuer passiert? Ich habe ihr gesagt, dass mein Bruder alles hingeschmissen hat und ein neues Leben begonnen hat. Doch sie hat es mir nicht abgekauft. Sie hat geglaubt, dass ich ihn getötet habe und noch dazu hat sie gedroht, zur Polizei zu gehen. Ich konnte das nicht zulassen. Und das war's wert? Zwei Menschen zu töten für rein gar nichts? Wissen Sie, wie das ist, jemanden zu verlieren, der Ihnen wichtig war? Ja, das weiß ich. Dann verstehen Sie vielleicht meine Situation. Trotzdem würden wir deswegen keine Person töten. Sie sind verhaftet. Na, wo bleibst du denn? Ich bin ja schon da. Ja, nach 100 Jahren. Ja, ja. Beim nächsten Mal suche ich aus, was wir machen. Na, das wird ja was. Ja, dann machen wir einen Ausflug in den Puff. Ich stehe nicht auf Frauen. Das wird sich ändern. Ja, sehr witzig.